Alors, le titre, c'est Torpedum Boltzianum. Weißt du noch, Silex, was wir daheim oben für eine Pièce im Radioportativ gelost haben? Weja, er ist ja ging auf dem kleinen weißen Kochenbuffet gestanden. Machst du sicher noch besonnen? Fast alle Mittage haben wir so etwa auf die Es Les Aventures de Michel Strogoff suivi und haben nachher in unserem kleinen Stübli den Vater rund. Jeder von uns wollte der Courrier du Tsar sein und einmal mit einem Pur Sang einmal eine Tour du Monde machen. Wir haben uns auch vorgestellt, mit einer Rebecca noch durch die Welt zu reisen. Wir hätten einfach für das Voyage einen guten Pachschock renforcé am Velo müssen montieren für das Gepäck, vor dem Départ den Guidon gut anziehen und den Sattel auf die richtige Höhe regulieren. Natürlich darf man dann nicht vergessen, eine Kontrolle vom Torpedo zu machen, sonst ist es dann schnell passiert, am Ort das Geld rauszuschreissen. Man muss vor allem bei einer grossen Descente höllisch aufpassen, nicht plötzlich wegen einem Obstakel müssen wir gut Frenz ziehen. Bei dieser Vitesse mit einem Torpedo-Velo beim Bremsen müssen Hintersitz pedalen, weil wir das Obstakel nicht können eviten können, kann es dann vorkommen, dass sich das Hinterrädchen blockiert. Was folgt, ist ein Detail magistral und die Galtusa ist programmiert. Am besten tut man zuerst auf ganz normalen Strassen trainieren. Das beste Entrainement, um später ohne ein Accident zu fahren, ist die Douceur de Loge. Denn wenn man sich durch die kleinen Gässchen von der Bassvilla durchzaubern muss, bei all diesen Konturen muss man den Guidon gut haben. Und wenn man dann noch über Pavé zum Place Petit Saint-Jean über die Pedale und die Kühe toll durchschüttelt, darf man dann nicht vergessen, dass man nur mit einem guten Elan die Monte von der Samaritain kommt. Nach einem paar Douceur de Loge ist man dann genügend exercé und hat die nötige Physik, um später eine Tour du Monde zu machen wie der Michel Strogoff. Einfach dann nicht mit einem Pur Sang, aber mit einer soliden Bécane. Man muss dann nicht vergessen, ein paar Pièces de Rechange mitzunehmen. Erst dann können wir im Courrier du Tsar Konkurrenz machen und als wichtiges Message in die Welt rauspedalen, um allen Étrangers damit zu sagen, dass sie die Voyous de la Base nicht vergessen sollen, weil sie keine Solution für ihre Probleme mehr finden. Die Unterstädtler bougieren dann schon. Und das Message wäre dann: Comme on a tous fait du latin à l'école des Nägles, Boltzianum Friburgum, wir nicht ibidum. Nur fragen, wenn Problemum. Wir sofort kommen mit grosser Vitesse, mit Pecanum Torpedum renforcé.